Also ich habe mir das Geschehen ja eben vom Backstage oder hinter der Bühne angeschaut und ich muss schon sagen, also das sieht schon ganz cool aus, so mit den Bermuda-Shorts auf jeden Fall. Ich kann mir schon gut denken, warum die Gesellschaft da prinzipiell sagt, Physik, die sehen gut aus. Und warum denn viele, viele Fans dieses Sports auch ein bisschen vielleicht Angst, Respekt vor den Slips haben? Ich weiß es nicht. Wir haben hier auf jeden Fall zwei junge Männer stehen. Warum jung? Die haben gerade die Klassen gewonnen der Junioren. Und zwar Junioren Men's Physik Klasse 2 und 1. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Jetzt ist es ja gerade ganz knapp an dir vorbeigegangen. Ja. Das heißt, der Gesamtsieg ging in die 1er-Klasse, aber haut das einen runter oder motiviert das? Absolut nicht. Also ich habe letzte Woche noch im Krankenhaus gelegen. Und, warum das denn? Probleme bei der Entwässerung gehabt und ja, ich bin einfach froh hier zu sein und da ist der Sieg für mich natürlich die größte Belohnung, also von daher, nee, gönne ich ihm absolut. Ja, es war auch ein verdammt starkes Feld, also gerade auch das Stechen, ich sag mal, wenn man vorher seine Konkurrenten mal so ein bisschen unter das Auge nehmen darf, rechnet man denn überhaupt noch irgendwie damit, hat man noch ein bisschen Hoffnung? Ja, das, wenn man dann Backstage ist, ne, das schüchtert einen dann schon immer ganz schön ein, aber man muss halt gucken, dass man das fern von einem hält und dann fokussiert bleibt. Ne? Jetzt habt ihr natürlich zwei Klassen oder eine Klasse ausgewählt, die prinzipiell immer gut besetzt ist. Ihr habt immer fette Konkurrenz da, also fett im Sinne von viel, ja. Hier ist gar keiner mehr fett oben auf der Bühne. Überlegt man sich da irgendwann mal in eine andere Richtung zu wechseln, um den Weg einfacher zu machen? Ja, also ich sehe das so, dass Men's Physik als Einstieg ganz toll ist ins Bodybuilding, einfach um herangeführt zu werden. Und das Ziel ist in den nächsten Jahren eindeutig nochmal was aufzubauen und dann vielleicht Classic Physik. Okay, warum ist es ein guter Einstieg bei dem Physik? Ich finde einfach, wenn man sich das überlegt, dass da 10, 15 Kilo Muskelmasse dazwischen liegen, ist es für jemanden, der nicht unbedingt direkt so lange Zeit investieren will, vielleicht einfach leichter an den Sport herangeführt zu werden. Okay. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bleibst in der Physikklasse? Ich meine, ein Gesamtsieg sollte dafür sprechen, aber wie sind denn deine Planungen? Ich sehe es eigentlich ähnlich wie er. Ich mache jetzt als Einstieg Men's Physik. Ich habe auch morgen nochmal einen Wettkampf in Schorndorf, dann für die Baden-Württembergische Meisterschaft. Und ich überlege mir auch, dass ich vielleicht Classic wechsle. Ah, dafür müsste ich noch ein paar Kilo aufbauen. Ja, also. Naja, ich sag mal so, ihr seid noch jung, ne? Die Zeit sollte euch auf jeden Fall zuspielen. Richtig. Allerdings, für heute ist jetzt erstmal Sense. Ich meine, als Gesamtsieger, da macht man nun mal ein bisschen mehr auf der Bühne, man muss ein bisschen mehr machen. Bleibt ihr heute über Nacht noch in Hockenheim oder geht's wieder nach Hause? Ich fahre direkt nach Hause. Ich komme aus der Nähe von Gießen, Wetzlar, okay. Und von daher heute Abend ganz entspannt den Abend ausklingen lassen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich gehe morgen nach Schorndorf zum Wettkampf. Das heißt, ich fahre jetzt nach Schorndorf, gehe da in ein Hotel und am Morgen früh geht es dann nochmal los. Das ist ja schon Lifestyle wie ein Profi fast, alter Schwede. Meine Fresse. Unabhängig davon, dass heute natürlich die Junioren-Deutsche Meisterschaft ist, aber werden wir einen von euch auch in Wiesloch sehen denn in zwei Wochen? Na hoffentlich. Also nächste Woche ist bei mir die Hessenmeisterschaft in Butzbach. Wenn die Quali kommt, dann bist du dabei. Sicherlich. Und bei dir, wenn morgen dabei bist, dann bist du dabei, dann bist du dabei. Bye. Genau, ja. So meist. Bye, bye. Alles klar, bye und bye. Bye bye. Wir sind alle dabei, würde ich sagen. Also wir sind auf jeden Fall dabei. Für die jungen Sportler, die jetzt nochmal auf die Bühne steigen wollen, unabhängig davon, nehmt als erstes die Physikklasse, leichter Einstieg. Nein, nein, nein. Kannst du noch einen Tipp mitgeben? Am Ball bleiben. Immer an sich selbst glauben, nie aufgeben und immer 100%. Dann klappt das. Geile Einstellung. Bis jetzt nur geile Einstellungen. Würde ich so zustimmen. Das nimmt jeder hin, wie er möchte, wie er sich das am besten zugute tut. So, ihr Lieben, das waren die Junioren Physik. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sind gespannt, wie es heute hier in Hockenheim weitergeht. Euch beiden wünschen wir noch einen wunderschönen Aufenthalt hier in Hockenheim. Und mal gucken, in zwei Wochen, vielleicht sehen wir die wieder. Bis dann, ciao.